Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Galaxy. Ja, was gibt's Neues? Ach ja, habe ich schon im vorigen Part erzählt, dass ich erstmal wieder eine Runde aufnehme, einfach weil, wie soll ich sagen, weil Twilight Princess doch eine recht harte Nuss ist, aber ich habe schon damit gerechnet. Ist doch eine Möglichkeit, wirklich sich mal wieder die Flasche, die man mit sich schleppt, zu öffnen. Aber was soll's, ich werde das schon knacken. Dauert noch eine Zeit, Leute. Aber Twilight Princess geht weiter. Ebenso wie Xenoblade Chronicles. Da muss ich auch mich mal ransetzen. Sternenstaub, Galaxie, Klebekokos und Königsspinne. Okay. Warte mal. Ich glaube, ich werde erstmal ein Secret machen. Oh, die Musik ist so schön. Ich liebe sie. Ich müsste mal gucken, wie ich das so auf... Okay, ich habe es ja auf meinem iPhone. Oder aber ich muss erst mal sehen... Ich glaube, es gibt da so ein Gerät, wo man den iPhone draufstecken kann. Da kann man auch so hören. Einer aus unserem Suchtrupp ist auf der Suche nach einem Powerstead auf diesen Planeten gegangen. Aber er kommt einfach nicht mehr zurück. Ja, dann geh zu ihm hin. Ich denke, du bist der Captain. Das war immer so voller Stolz gesagt. Oh! Die, wie habe ich sie nochmal genannt? Dudelsackspinnen. Weil die erinnern mich irgendwie daran. Freuen die sich, mich zu sehen, oder was wird das jetzt? Naja, mit aufnehmen und so habe ich auch recht viel Zeit auch. Weil dieses Wochenende bin ich nicht bei meinem Freund. Weil er ist, naja, krank. Ich hoffe, ihn ist dann wieder besser. Hey, Griso, wenn du jemals das guckst, schöne Grüße und fühl dich von mir gedrückt und geknutscht. Ich brauche 50. Ah, da ist der Luma, seht ihr? Und da sind die Gumbas. Die checken nicht, dass sie nicht an mir herankommen. Oh, 42. Kann es sein, dass ich ja... Hallo? Ja. Dann eben nicht. Da muss ich erstmal hier reingehen. Hallo. Ja, ja, ich kann dich noch nicht was geben. Ja, ich wollte sagen, hier gibt's auch irgendwie einen Weg. Tschüss, Gumba. Da bin ich wieder aus seinem Sichtfeld verschwunden. Das ist auch hier so geil hier. Also so, ich liebe auch mit, wenn es so richtig fantasievoll ist. Ich stand die ganze Zeit in den Gumba und ich blieb wieder hängen. Auch was mir so gefällt, ist auch so das Design von Ratchet & Clank. So. Das müsste ich... Das wollte ich eigentlich auch mal let's playen. Falls ihr euch fragt, hey, Moment mal, Shadow Sword ist auch let's playt. Ja, von ihm habe ich das so gesagt. Also ich meine, durch seine Let's Plays weiß ich, was für ein tolles Spiel das ist. Warum? Ich gehe mal gleich darauf ein. Erstmal gebe ich dir mal einen Text. La 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 la. Hey, du da. Hast du Sterne? Keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viele davon will ich essen. La 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 la. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 50 esse, verwandle ich mich. Ich bin so aufgeregt. Ja, Fütterung der Luma. Was soll das denn? Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, toll. Ich muss jetzt wieder sammeln gehen. Warum hat das Blüffel nicht das Maul aufgemacht? Toll. Oh. Super. Weil normalerweise wird's ja auch... Passiert das automatisch, aber... Irgendwie... Nö. Na, jetzt muss ich jetzt... Jetzt hoffe ich, dass ich es hinkriege. Naja, nobody ist perfekt. Ey, du da! Bumba!
Ernsthaft. Da hat der Heilige normalerweise passiert das, also nicht automatisch, sondern dass er macht Mund auf und sofort. Oh, ich habe schon wieder 50. Und dann kann, und dann geht's los. Aber er hat bei der Ansicht, nö. Ich bettel zwar um Sternteile, aber dass es gewagt hat, über Ratsch und Kleck zu reden, obwohl es von der Konkurrenz ist, verderbe ich dir die Sache. Nicht mit mir. Was wollte ich eigentlich zu Ratchet & Clank denn sagen? Jetzt, toll, jetzt habe ich es vergessen. Ach ja, jetzt weiß ich. Da muss ich mal... Aber den Text will ich nicht normal vorlesen. Das hast... Okay. Seht ihr? Das ist... Hallo? Ja. Sag... Ah, jetzt... Naja, also zuerst, als ich was vom Spiel gesehen habe, also da, das erste Mal in Katank gekommen bin. Ja, das kennen wir ja, dann verwandle ich mal. Ja, ich bin sauer auf dich, weil du Mund nicht holst. Also das erste Mal so, dass in Berührung kam, war einfach ein Bericht in der Manga-Szene. Ein neuer Planet begonnen. Oh, hi Yoshi, ein Holz-Yoshi. Wer weiß, dass Yoshi ein Holzkopf ist? Ja, naja, nur es hat keinen guten Eindruck hinterlassen bei mir. Und warum? Ganz einfach, weil... Einfach aus dem Grund, weil irgendwie so ein Scherzkids meint, es wäre irgendwie eine super Idee. Ja. Gar so alles voller... Oh, oh, scheiße. Ja, also so mit Einschusslöchern einzubauen, so dass man den Text nicht lesen konnte. Hätte jetzt eigentlich einen guten Eindruck. Und so dachte ich, okay, dann kann ich ja nichts anfangen. Erst durch erst durch Shadow Soul habe ich mir... Oh, ist auch ein tolles Spiel. Wow, der Gruppe kam mir ein bisschen zu nah. Alter. Ja, wie ihr seht, troppen sie auch keine Münzen. Das ist hier die Schwierigkeit. Und da so viele sind, kann man schon schnell von ihnen überrannt werden. So. Ach ja, ich habe ja schon erwähnt, der Film ist toll. Von Ratchet & Clank. Es hat auch wirklich dieses typische Ratchet & Clank-Sache da. Und Alligator aka Albladi, er macht einen super Job als Synchrosprecher. Also, echt. Ich würde eigentlich auch gerne mal Synchrosprecher sein, aber... nö, da... Da kam er... Da kam ich diesen... Den... Der... Den Dampfgas hier jetzt so nach. So, geschafft. Ich würde es auch mal gerne mal ausprobieren. Also Synchrosprecher. Ist sicherlich witzig, aber auch harte Arbeit. Ja, geschafft. Du hast einen ganzen Stern erhalten. Sternenstaubgalaxie. Was macht Yoshi denn hier? Tja. Keine Ahnung, was er dort gemacht hat. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Oh. Ach, sehr gut. Na, dann gucken wir mal, was die Galaxie so anzubieten hat. Oh, die... Was? Hallo? Die Bam-Bam-Bam-Galaxie! Ach, die ist witzig. Aber das werde ich ein anderes Mal machen, Leute. Ich beende jetzt mal den Part. Also, see you mal daneben.